Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Wagenpartner in Bielefeld. So, heute stehe ich mal nicht vor einem Auto, das hat auch einen besonderen Grund, weil es heute nämlich eine Überraschung gibt. Und zwar hatte ich das Erlebnis, ich bin letzte Woche in Italien gewesen, da ruft mich der Sven-Erik Schäffer an und sagt, du musst dringend nach Hause kommen, du musst dringend in die Firma kommen. Ich habe hier ein Auto stehen, so ein Auto, das müssen wir einfach filmen, das musst du dir angucken, das ist der absolute Knaller. Da habe ich lange hin und her überlegt und habe so gedacht, Mensch, was könnte das irgendwo sein? Dann natürlich angefangen, Fragen zu stellen, habe gesagt, gut, haben wir irgendwie nochmal einen neuen Tiguan? Sagt er, nee. Sagt, ja, haben wir irgendwie einen neuen Skoda da stehen? Irgendwie gibt es vom Kodiaq irgendwie was Neues oder so? Haben wir denn eine S da? Sagt er, nee. Ich sage, was haben wir denn da? Er sagt, Überraschung, komm erstmal wieder und ich zeig's dir dann. Ich gesagt, ja, komm, jetzt nicht so lange hier auf die Folter spannen, erzähl mir irgendwie was, sag mir jetzt, was das für ein Auto ist. Dann hat er nur zu mir gesagt, du, sagt er, ganz einfach, die alte Version, die ist 68 Jahre lang gebaut worden und wir haben die neue Version da. Ja, grübel, grübel, grübel. Und was kommt dann? Überraschung! Und da ist er, der neue Land Rover Defender als 110X, hier mit einem 400 PS starken Mild Hybrid Motor. Ich habe das Auto das erste Mal gesehen, habe mich direkt verliebt und habe gesagt, wow, also SUV ist das eine, Defender ist das andere. Sag mal, wir sind es ja nun, dadurch, dass wir viel mit Autos eben halt zu tun haben, schon auch gewohnt, immer mal irgendwie was Außergewöhnliches, was Exklusives, was Besonderes zu haben. Und anfangs habe ich so gedacht, naja gut, Defender, neues Modell, hast du ein paar Bilder gesehen, hast du auch mal irgendwie ein Video gesehen, das Auto als solches kennst du aber nicht wirklich. Alter Defender, okay, so ein Auto bist du schon mal gefahren, das war irgendwie so sehr, sehr rustikal verarbeitet irgendwie, war auch so gewollt, ist ja ein absolutes Kultauto eben halt auch. Aber wenn man dann doch irgendwo so in die Ecken reinguckt, ein bisschen Blick eben halt mal dafür hat und sagt, okay, soll schon schön verarbeitet sein, edle Materialien im Innenraum, Lenkradspiel spreche ich nur mal an, Land Rover Defender, jeder, der so ein Auto gefahren hat, sagt, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Das ist schon alles sehr, sehr rustikal. Aber bei dem alten Auto, das muss man dem Auto einfach zugutehalten, wie gesagt, zum einen absoluter Kultstatus, zum anderen eben halt ein Auto, was nahezu unverwüstlich ist. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal in den 70ern in irgendeinem Daktari-Film das erste Mal gesehen in meinem Leben. Und man hat ja auch sehr, sehr viele Safaris gesehen und auch heute noch, wo die Autos eben halt laufen, wo die Autos einfach funktionieren, weil die gebaut sind für die Ewigkeit. Jetzt das Nachfolgemodell. Land Rover hat sich sehr, sehr viel Zeit damit gelassen, so ein Auto zu bringen. Hat natürlich von der klassischen Form des alten Autos, von den Grundproportionen muss man sagen, absolut viel Ähnlichkeit. Aber eben halt, wir sehen schon, das Auto ist deutlich runder geworden. Das Auto ist auch von der Verarbeitung ganz, ganz anders gemacht und hat natürlich eben halt wahnsinnig viele technische Raffinessen. Beginnt mit einer Luftfederung, die ich in der Höhe eben halt einstellen kann, geht dann weiter mit einer Absenkung eben halt der Hinterachse, geht eben halt weiter im Innenraum. Wenn ich jetzt gleich mal in dem Auto drin sitzen, werden wir das sehen, dass da sehr, sehr viele Dinge verbaut wurden. Zum anderen aber eben halt dieser stylische Charakter. Auch so wie wir es hier haben, oben auf der Motorhaube, hier mit diesem Riffelblech eben halt, die Radlaufverbreiterung, große Räder hier drauf bei dem Auto und natürlich vorne im Frontbereich alles schön in Aluminium gemacht. Also nicht wie bei anderen Herstellern, wo man dann sagt, okay, sieht gut aus, aber ist eben hier irgendwie doch nur Kunststoff. Hier ist wirklich alles in Aluminium gemacht. Und wir sehen schon alle die Dinge, die irgendwo im Gelände, kaputt gehen können, sind hier halt einfach geschützt. Ob es die Scheinwerfer sind, ob es hier unten dann nochmal die Nebelscheinwerfer sind. Also auch da Warttiefe, Warthöhe und so weiter und so fort ist ja ein Riesenthema bei so einem Auto. Da hat Land Rover eben halt wirklich
die ganzen Erfahrungen der letzten 68, 70 Jahre mit einfließen lassen und hat ein extrem, extrem geniales Auto gebaut. Man sieht ja auch, wenn ich jetzt hier stehe, bei meiner Größe, muss ich sagen, ich könnte mich jetzt entspannt hier vorne auf der Haube ablegen. Das Auto ist groß, das Auto ist wuchtig, das ist auch so gewollt. Und es ist eben halt auch so, wenn man dann mal einsteigt, ich mache jetzt mal die Tür auf. Keyless Access bei dem Auto. Mach mal die Tür auf, dann sehen wir auch direkt, das ist jetzt nicht mal gerade einsteigen wie bei den Standard-SUVs, sondern hier geht es wirklich eine Stufe weiter höher. Und ja, ich sag mal, eine Trittstufe wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich steige einfach mal ein. Dann sehen wir hier im Bereich der Türverkleidung schon gleich so eine Anmutung an das alte Modell. Das ist schön hier mit diesen Torx-Schrauben. Die Türverkleidung reingeschraubt worden in Kunststoff, allerdings heute hier mit einer tollen Lederverkleidung mit dabei. Auch hier im oberen Bereich, das gab es bei dem älteren Modell alles gar nicht, das war alles nur in Kunststoff oder Metall gehalten. Man sieht schon, man ist wirklich mit dem Auto auch im 20. Jahrhundert eben halt reingegangen und hat alles da, wo man gesagt hat, wir können das verschönern, wirklich eben halt auch so wie hier mit einer schönen Doppelnaht versehen und hat das Auto wirklich nicht nur rein Richtung Geländewagen positioniert, sondern schon mehr in Richtung SUV, wo ich auch sage, den kann ich auch jeden Tag im Tagesgeschäft einsetzen und mit dem Auto kann ich auch eine lange Reise machen mit der Familie und alle passen rein. Ich schlage vor, wir machen mal eins, der Sven-Erik Schäfer kommt vielleicht mal auf den Beifahrersitz, erklärt mir vielleicht mal dieses Auto von der Technik, weil ich muss sagen, gut, hier im Bereich der Tür, das verstehe ich alles noch, mit Memory-Verstellung und Spiegel anklappen, das kriege ich alles noch hin und Zentralverriegelung öffnen und schließen und sehe dann auch, okay, Meridian Soundsystem ist auch mit verbaut, also ist schon mal ein tolles Klangpaket mit in dem Auto drin. Aber was diese ganzen Tasten angeht und auch vorne hier dieses Bedienpanel, da muss ich ganz klar sagen, da brauche ich ein bisschen Hilfe und ein bisschen Unterstützung. Virtuelles Cockpit ist hier in dem Auto verbaut, finde ich ziemlich cool, wenn man da so reinschaut. Guck direkt eben halt auf dieses neue Modell Defender. Hier im Übrigen in dieser Länge 110, bedeutet also ein viertüriges Auto. Verlängerte Version, ansonsten Standard wäre der als 90er zu bekommen, das ist dann die kurze Version. Glaube aber mittlerweile ist diese längere Version deutlich begehrter, weil es eben halt das flexiblere Auto ist. Allerdings muss man dazu wissen, leider dadurch natürlich auch nochmal ein etwas teureres Fahrzeug. Sprechen hier in dieser Kategorie Auto immer irgendwo im sechsstelligen Bereich, oberhalb 100.000 Euro. Aber letztendlich, und das kennen wir auch von den alten Modellen, Land Rover Defender, ist die Werthaltigkeit bei den Autos natürlich sehr, sehr gut. Das heißt also, die unterliegen nicht diesem Standard klassischen Wertverfall, wie man es sonst eben halt hat, sondern die Autos wären doch im Markt ziemlich hoch gehandelt, gerade dadurch, dass sie eben halt einen gewissen Kultstatus haben. Speziell war es beim alten Auto so. Ich denke, das wird hier bei dem neuen nicht unbedingt viel anders sein, weil viele, viele Land Rover-Kunden haben lange darauf gewartet, dass eine Alternative kommt. Der ein oder andere ist dann irgendwann vom Defender mal rübergesprungen zum Range Rover Sport und so weiter. Ich denke, die werden jetzt alle sich wahrscheinlich irgendwo in dieser Richtung hier wiederfinden. Und da muss man echt sagen, da ist den Leuten von Land Rover ein tolles Auto gelungen. Ich spring mal rein jetzt, ne? Du springst mal rein jetzt, ich brauche dich jetzt hier. Weil, wie gesagt, Sitzverstellung kriege ich noch hin. Also ich sag mal, hier vorne die Bedienhebel, das verstehe ich alles noch. Wischereinstellung und so weiter, das ist klar, Frontwischer, Heckwischer. Hier links dann eben halt die Einstellung für das Licht, wenn ich das richtig sehe, über den Drehschalter, jawohl. Ja. Und hier wahrscheinlich Fernlicht und so weiter, ja okay, alles klar, das verstehe ich soweit noch. Also hier geht es weiter, hier ist ein Telefonhörer jetzt drauf, das war eben das Interessante. Jetzt, wo ich die Zündung eingeschaltet habe, sind also die ganzen Tasten eben halt auch wirklich hinterlegt. Da steht jetzt auch was drauf, eben war das komplett schlicht schwarz, das heißt also, es wird beleuchtet von innen. Telefon wahrscheinlich annehmen, auflegen, hier denke ich mal Radiosender hin und her springen. So, dann haben wir hier die Taste für die Sprachbedienung. Ich denke, die Taste ist wahrscheinlich individuell zu belegen, wie ich sie gerne hätte, als Favoritentaste. Ja. Und dann haben wir hier den Tempomat, also einmal Speed Limiter hier oben und dann hier nochmal den Tempomat eben halt mit der Einstellung, sprich das Ganze auch adaptiv plus und minus in der Geschwindigkeit und ansonsten eben halt Z drücken, um die Geschwindigkeit zu halten. Okay, das verstehe ich.
Ja, wir Lenkradheizung jetzt, unten rechts. Genau, Lenkradheizung unten rechts. Das passt jetzt wieder ziemlich gut. Ich hatte letzte Woche in Italien noch 33 Grad. Hier waren es heute Morgen schlanke 12. Von daher kann man auch da schon wieder über eine Lenkradheizung drüber nachdenken. Jetzt schaue ich hier mal weiter im Bereich der Mittelkonsole. Okay, also Klimabedienung geht praktisch hier über die Drehrädchen. Das richtig gesehen haben wir hier eine 3-Zonen-Klimaautomatik drin. Das heißt, ich kann vorne praktisch Fahrer-Beifahrerseite regeln, kann hinten auch nochmal separat für den hinteren Bereich eben halt regeln. Sven, gibt es hier irgendwie so eine Art Klimamenü oder mache ich das alles hier rüber? Das machst du alles da drüber, okay, tatsächlich. Windschutzscheibenheizung. Genau. Dann habe ich hier nochmal die Wahl zur Heckscheibe. Hier rüber geht es mit dem Ventilator an oder aus wahrscheinlich. Genau. Unten die Autotaste. Ah ja, Autotaste, dann macht er das von alleine. AC, also Klima ein, aus. Genau. Autotaste für die Beifahrerseite. Ja, wo ich ein bisschen länger gerätselt habe, war tatsächlich die Sitzheizung. Also wir haben einmal die Möglichkeit, das über den Display zu machen. Ja, das ist aber etwas... Hier irgendwie. Genau. Dann da rein und dann irgendwie Sitze tippe ich mal. Genau. Das ist allerdings etwas umständlicher, so wenn man das während der Fahrt macht. Mhm. Clou ist... wenn du jetzt hier unten die Button hast, kannst du da drauf drücken, dann wechselt das auf Sitz und dann kannst du die Sitzheizung oder die Sitzbelüftung einschalten. Ich lasse ihn mal laufen dabei. Ja. Gucken, ob er das macht. Okay, also das Panoramadach öffnet jetzt gleich direkt. Was mir auch direkt auffällt, dieses Auto hat hinten diese sogenannten Safari-Fenster mit drin, hinten rechts und links in der oberen Dachsäule. Finde ich ziemlich kultig, weil gab es früher halt bei dem alten Auto auch. So, jetzt sagtest du, okay, Push. Jetzt habe ich also hier die Sitzheizung praktisch, kann mir die wärmer stellen. Genau, du siehst jetzt auch nochmal oben auf dem Display. Auf dem Display wird es nochmal mit angezeigt. Genau, und jetzt drehst du in Richtung kalt. Ja, dreh in Richtung kalt. Und dann hast du Sitzbelüftung. Oben sehen wir jetzt die Minuszahlen. Ah, sehr geil. Und sehr, unten sehr halt. Geil. Oh, das ist natürlich eine feine Geschichte. Warm und kalt. Boah, lass mal die Sitzbelüftung ruhig gleich an hier. Stufe 1 reicht mir. Ich weiß, ich möchte auch so ein bisschen. Ich verteile das jetzt gerade hier mal. Ja, so ein bisschen. Wenn du schon dabei bist, sehr gerne. Ja. Und was auch noch ganz cool ist, wir sehen ja oben den Reiter hinten. Mhm. Das heißt, wir haben hinten in diesem Fahrzeug auch Sitzheizung und können von vorne die Sitzheizung für unsere Mitfahrer einschalten, wenn wir das möchten. Gleiches System mit den Drehknöpfen für die Regler haben wir natürlich auch hinten bei der Klimaanlage. Okay. Warum hatte ich jetzt gerade den Gedanken, bei 35 Grad hinten die Sitzheizung anzumachen, wenn hinten rechts oder links jemand sitzt? Wie komme ich da drauf? Aber ist egal. Völlig egal. Okay, ja, gut. Okay, also das zu der Thematik Sitzheizung. Jetzt gehe ich mal hier wieder noch auf diese Taste und jetzt geht das dann los. Also ich kann bei diesem Auto dann natürlich, wie wir das kennen, eben halt sicherlich auch über eine Remote-Funktion, über eine App eben halt mir ein Konto einrichten bei Land Rover. Mhm. Hab dann alle Daten von meinem Auto damit drauf. Kann dann eben halt auch, wie hier jetzt verbaut, von unterwegs irgendwo, egal wo, wenn ich von dem Auto entfernt bin, die Standheizung starten und solche Sachen. Ja. Das ist in jedem Falle machbar und kann auch schauen, wo sich mein Auto gerade aufhält. Alles, was dazugehört, öffnen, schließen und. Okay. Genau. Also das haben wir. Gut, Klimamenü haben wir eben gerade schon einmal besprochen. Jetzt gibt es hier so eine Taste Kameras. Und jetzt wird es eigentlich auch schon ganz spannend, finde ich. Weil wir haben jetzt einmal die Draufsicht und dann hier einmal die Seitenansicht praktisch von hinten rechts. Ich gehe einfach mal weiter und gucke mal, was er mir alles anzeigt. Ah ja, okay. Wir haben die Möglichkeit, kann ich damit gehen? Genau, im 3D-Format, so wie wir das jetzt halt sehen, einmal komplett ums Auto drumherum zu schauen. Wir haben zusätzlich, das ist jetzt quasi die Kamerafunktion zum Parken. Mhm. Wir haben auch nochmal die Kamerafunktion fürs Gelände. Also Straße, Gelände, gespannt sehe ich. Genau. Ich gehe mal auf Gelände. Da haben wir dann so die klassischen Kameras, um zu gucken, ob vorne irgendwelche Steine liegen oder an der Seite, wo wir uns jetzt die Reifen mit aufschlitzen könnten oder die Felgen beschädigen würden. Ja. Und links daneben dann nochmal die Informationen zu den einzelnen Differentialsperren. Wahnsinn. Gehe ich mal auf Gespann. Da kann ich es mir dann hinten auch nochmal anschauen. Das heißt, das ist jetzt die Sicht nach hinten raus. Da sehen wir das Reserverad, was oben im Bereich der Hecktür praktisch montiert ist. Und dann haben wir hier nochmal diese Draufsicht eben halt zusätzlich. Ja. Wir haben ja hier die schwenkbare Anhängerkupplung, das heißt, wir könnten jetzt auch hier unten rechts über den Knopf direkt die Kupplung ausklappen. Also über den Knopf jetzt praktisch? Genau, ja. Also ich drücke da einmal drauf
Und dann kann ich praktisch hier jetzt draufdrücken, ausfahren. Jo. Aber wir machen das gleich nochmal, wenn wir hinten im Kofferraum hinten praktisch sind. Genau. Dann kann ich aber auch hier einmal die Last von dem Anhänger messen. Ja, richtig. Was ich also auch extrem spannend finde. Kenne ich von keinem anderen Auto bis jetzt. Und kann auch eine Lichtprüfung direkt praktisch hinten im Kofferraum mit einer Taste durchführen. Oder aber auch von hier eben halt über diesen Bildschirm. Genau. Ja, fantastisch gemacht. Wahnsinnige Technik, die dahinter steckt. Sehr, sehr ausgeklügelt. Also finde ich schon mega. Und das Ganze halt, wie gesagt, hier auf dem besonderen 11,4 Zoll Display. Ja. Das ist ja eine Option, die lange Zeit nicht bestellbar war, aufgrund des Halbleitermangels. Ja. Wir hatten das Glück, dass wir eins der wenigen Autos bekommen haben, was tatsächlich mit dem 11,4 Zoll Display vorkonfiguriert wurde und auch ausgeliefert wurde. Ah ja, okay. Sehr cool. Standheizung mit Timer-Funktion. Gehe ich auch gerade mal einmal drauf. Ist jetzt aus praktisch. Vortemperierung ist aus. Okay. Mhm. So, was haben wir hier? Anfahrhilfe. Genau, das heißt also im Grunde genommen, ich stehe mit dem Auto mitten im Gelände, bin mir nicht ganz sicher, wie viel Gas das ich brauche, dass ich von der Stelle komme, nutze hier die Anfahrhilfe, kann das zuschalten in dem Moment und das Auto fährt dann mit einer gewissen Geschwindigkeit von alleine eben halt an und immer da, wo Schlupf an den Rädern ist, wird die Leistung praktisch auf die anderen Räder weiter verteilt, sodass das Auto von der Stelle kommt. Genau, ja. Das heißt, dadurch ist es auch so, dass so ein Auto eben halt im Gelände auch extrem kraxeln kann, also Berge eben halt hoch oder ich sag mal, unwegsames Gelände eben halt fahren kann. Okay, das finde ich natürlich schon mal ganz genial. 4x4 sehe ich hier, was ist das? Das ist deine Geländeinformation. Hier kannst du jetzt zum Beispiel die Höhe sehen, die Wasserhöhe, die du durchfahren kannst. Also wir haben hier eine Wasserlinie. Wir sind jetzt hier, das sehen wir auch nochmal hier unten, auf der Fahrhöhe. Das ist ja jetzt die Standardfahrhöhe für die Straße. Genau, das heißt, ich drücke da jetzt drauf und dann pumpt er uns jetzt mal gerade hoch und man kann es hier im Display jetzt wahrscheinlich auch mit sehen, dass dann eben halt die Höhe sich verändert und ich dadurch auch die Möglichkeit habe, praktisch eine höhere Wasserlinie letztendlich eben halt nochmal zu durchfahren. Genau. Weil ich das Auto jetzt hochgepumpt habe über die Luftfederung. Ja, wir haben hier jetzt 90 cm, eben hatten wir 80 cm, das heißt, wir haben ganze 10 cm. Nochmal 10 cm mehr. Wow. Nochmal gewonnen. Okay. Ich kann dann hier über die Taste das Auto wieder absenken. Ja. Ist auch ein Display schön dargestellt, wie das jetzt gerade so vonstatten geht, Vorderachse, Hinterachse. Okay, was ist TR-Info? Ah, okay, das sind verschiedene Fahrprogramme. Fahrmodi, die ich praktisch einstellen kann, wo ich dann wählen kann über Komfort, Grasschotter, Schnee, Schlamm oder Spurrinnen, Sand, Felsen kriechen. Aha, okay, also ich kann auch letztendlich, ja, alles klar, verstehe ich. Und warten eben halt durchs Wasser durch und dann ist das Ganze auch nochmal frei konfigurierbar. Ja. Das heißt also, ich kann mir das so einstellen, wie ich das persönlich am liebsten eben halt hätte. Genau, und die Option hast du auch nochmal, wir waren ja eben schon mal da, wo du das Gebläse steuern konntest, unten auf dem Controller. Ja. Und da drüber ist ja nochmal so ein Knopf, wo man das Auto sieht. Ja. Wenn du da drauf drückst, könntest du darüber, hier. Ah, du bist hier. Okay. Genau, darüber könntest du jetzt auch nochmal die Fahrmodi wechseln, auf dem Knopf. Ah, okay. Also du kannst jetzt drücken, dann kannst du jetzt hier drehen. Da kann ich dann praktisch drehen. Genau, und dann siehst du da oben, Sand, Felsen, das zeigt dann hier vorne jetzt auch nochmal an. Genau. In dem Display. Das heißt für einen schnellen Zugriff, dass man nicht lange im Menü hin und her fummeln muss. Richtig. Gerade die Taste einmal drücken, hier gerade reindrehen. Okay, ich fahre jetzt mal gerade irgendwie im Böschungswinkel hoch, habe da irgendwie Steine, bin vorher im Sand gewesen, stelle mir das gerade einmal um und habe es dann direkt da, wo ich es brauche. Ja, genau. Ja, mega. Wow, da haben wir aber mal richtig was gemacht. Aber gut, haben sich auch fast 70 Jahre lang Zeit gelassen. Nein, Spaß beiseite. Also muss man wirklich sagen, finde ich völlig faszinierend. Kenne ich auch so von den klassischen SUV, wie man sie sonst eben halt hat. Ich sage jetzt mal BMW X5, Mercedes eben halt, M-Klasse, was wir in der Vergangenheit hatten. Heute heißen sie jetzt, glaube ich, GLE, ja. Wenn mich nicht alles täuscht. In der Form so auch noch nie irgendwie, sowas gibt es nicht. Die haben, glaube ich, eine Bergabfahrhilfe, eine Berganfahrhilfe und dann ist es auch mit den 4x4 Modi irgendwie auch durch. Aber da sieht man eben halt den Unterschied, da hat man sich bei Land Rover richtig Gedanken drum gemacht, was so ein Auto dann tatsächlich eben halt können soll
Das haben die schon super hinbekommen. Ja, ich denke mal auch, in Hinsicht jetzt größter Konkurrent wird ja die neue G-Klasse sein, ja, beim Defender. Aber auch da, wir hatten das Vergnügen, auch mal eine hier zu haben von einem Kunden, wo wir mal reingucken durften. Also meiner Meinung nach kann da die neue G-Klasse auch nicht mithalten, was diese ganzen Technik angeht. Gerade jetzt die Gespannsache hier mit dem Anhänger, mit der Anhängerkupplung. Man kann nochmal einen Anhänger hinterlegen und speichern, dass das dann der eigene Anhänger ist, der immer direkt erkannt wird. Dann mit der Luftfederung, mit dem großen Touch-Display, was bei der G-Klasse ja auch nicht vorhanden ist. Verarbeitungsqualität, also das ist hier schon nochmal eine ganz andere Liga. Und dann, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, eigentlich auch deutlich attraktiver. Auch wiederum eine ganz interessante Anzeige hier, was die Fahrzeugabmessung angeht. Böschungswinkel mit angegeben, eben halt vorne, hinten. Radstand 3,2 Meter zwischen den Rädern. Auch hier nochmal die Achsbreite praktisch 1,71 Meter. 1,97 Meter in der Höhe. Also das ist schon stark gemacht. Also auch hier nochmal die Anzeige, wie hoch das tatsächlich ist, bis ich zur Mitte der Radnabe komme. 2,11 Meter Breite inklusive der Spiegel und Gesamtlänge 5,01 Meter inklusive Reserverad. Also das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut dargestellt. Kenne ich sonst auch so von keinem anderen Auto, muss ich sagen. Standardsachen natürlich heutzutage, Navigation, Telefon, Medien, ist jetzt nichts ganz Neues eben halt. Kennen wir im Grunde genommen schon. Allerdings muss ich auch dazu sagen, Bildschirm eben halt auch in einer sehr schönen Größe. 3D das Ganze letztendlich, also auch absolut hohes Niveau, was man da gemacht hat. Ja, ich finde mega cool die Konnektivität. Also wir haben hier oben einen Ladestecker, wir haben hier unten nochmal Ladestecker. Wir haben hier die Möglichkeit, das rauszunehmen für unseren Cupholder. Hier hinten haben wir nochmal induktives Laden und Kühlschrank. Also wir haben hier die Möglichkeit, das eine richtige Kühlbox. Genau, das zu kühlen. Okay, das kann ich hier über die Taste kann ich das ansteuern. Richtig, praktisch. Genau. Ah, und dann auch direkt nochmal schön beleuchtet das Ganze. Ja. Super gemacht. Ja, cool. Richtig cool. Und auch, wenn wir das hier mal wieder zurückpacken, du wirst es sehen. Ich werde da gleich mal ein Bild reinschneiden vom Head-Up-Display. Auch das bei der G-Klasse gar nicht erhältlich, ist nicht im Programm drin. Hier mit dabei, mit Verkehrszeichenerkennung, die man da sehen kann, mit der Geschwindigkeit kann man sich natürlich auch individuell konfigurieren. Das ist halt auch mega cool. Auch das Panoramadach, wo wir eben schon drauf eingegangen sind. Ja. Auch das in der G-Klasse gar nicht erst konfigurierbar. Man hat ein Standardschiebedach, ne? Genau, ein Stahlschiebedach, was nicht mal eine Scheibe hat. Das heißt, man hat immer den schwarzen Himmel. Und das hier natürlich nochmal deutlich attraktiver für Fahrer, Beifahrer, aber auch alle Mitfahrer. Ja, das ist stark gemacht. Das ist sehr, sehr stark gemacht. Das muss man wirklich sagen. Jetzt hattest du irgendwie Tage nochmal über diese Thematik gesprochen. Rückspiegel und Kamerafunktion. Genau. Ich muss hier... Richtig. Nach vorne ziehen. Den ziehe ich nach vorne. Genau. Und jetzt sehen wir es hier. Kamerafunktion. Das ist ja der Knaller. Das ist ja der Knaller. Das heißt also, mit einer Bewegung praktisch kann ich das abändern, zack, und habe sofort eben halt das Kamerabild. Ja. Das heißt, wir haben also einmal eine Kamera, wenn ich das richtig sehe, die sitzt oben in der Finne von der Navi-Antenne. Korrekt. Da sitzt sie mit drin. Die ist, glaube ich, verantwortlich für dieses Bild, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dann haben wir hinten nochmal separat, und das finde ich auch absolut mega, aber das zeigen wir jetzt gleich auch nochmal gerade einmal, eine Linse eben halt im Bereich des Kennzeichens. Und das ist für mich schon wieder der Knaller. Da hat Land Rover auch eine Stufe weiter gedacht. Da ist nicht einfach nur eine Linse, sondern da ist auch direkt praktisch eine Reinigungsdüse mit dabei. Damit dann, wenn ich im Gelände unterwegs bin, ich auch jederzeit eben diese Linse mal gerade sauber machen kann. Weil jeder, der so ein Auto mit einer Rückfahrkamera hat, mit einer freiliegenden Linse, der kennt das, dass eben halt ständig das Ding verdreckt ist. Wenn ich nicht irgendwie jede Woche zweimal das Auto wasche, ist das Ding halt dreckig und ich habe kein richtiges Kamerabild. Land Rover sagt, nee, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben da direkt mal gerade eine Reinigungsdüse mit dabei. Da wird das Ding dann gleich gereinigt und das Thema ist vom Tisch. Also super gut gemacht. Ja. Bis zu Ende gedacht. Auf jeden Fall. Man hat unten links im Spiegel noch diese drei Symbole gesehen, als du eben die Kamera eingestellt hattest. Das ist der Homelink, das heißt, da könntest du jetzt dein Garagentor einspeichern und dann durch Tippen unten an den Button, könntest du dann halt dein Garagentor öffnen. Du kannst bis zu drei Tore einspeichern, weil Land Rover davon ausgeht, dass man vielleicht
noch ein anderes Auto hat, so gesagt, dann halt zwei Garagentore. Und je nachdem, ob die Frau links oder rechts steht, kannst du auch beide Tore öffnen und ganz entspannt mit deinem Auto reinfahren. Ja, mega, mega. Also das ist, ich sag mal hier, wie du schon gesagt hast, von der Connectivity würde ich wirklich sagen 2.3.4.0. Aber also die sind wirklich mal einen gewaltigen Schritt nach vorne gegangen, was diese Dinge eben halt angeht. Da haben wir ja doch mittlerweile in vielen Pkw-Klassen ein gewisses Niveau erreicht, aber man hatte zwischendurch so das Gefühl, okay, das ist jetzt wieder so der Standard. Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Sitzheizung, Klimatronik, Adaptivtempomat, hier oder da auch mal einen Assistenten mit dabei. Wobei ich da dazu sagen muss, ich gehe mal davon aus, dass hier wahrscheinlich auch wiederum wie Spurhalteassistent, Spurwechselassistent und auch, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Totwinkelassistent, also dieser Assistent eben halt auch mit vorhanden ist. Das heißt, diese Dinge natürlich auch hier irgendwie alle mit verbaut sind bei diesem Fahrzeug. Jo. Ist jetzt so bei den, ja, ich sag mal, Mittelklasse-Autos noch nicht ganz angekommen mit dem Assistenten. Es wird aber eben halt immer mehr, aber man sieht eben halt, es gibt dann doch immer noch mal hier oder da irgendetwas, was man verbessern und auch verändern kann. Ja, auch was jetzt so Elektronik angeht. Du hast ja unter dem Schalter für den Scheibenwischer auf der rechten Seite noch mal so einen kleinen Knopf. Guck ich mal. Ah ja, okay. Und das ist einfach die elektrische Lenkradverstellung. Hoch, runter, rein, raus. Sehr gut. Und auch da, viele Land Rover-Kunden werden es kennen, aus dem Range Rover. Und die haben aus dem Defender so einen kleinen Range Rover gemacht, muss man ehrlich sagen. Vom Leder, von den Sitzen, von der Verarbeitungsqualität, von der Connectivity. Das fühlt sich alles super an. Also, ist das muss man wirklich sagen. Wahrscheinlich, gut, wir haben hier eine elektrische Sitzverstellung drin mit Memory-Funktion. Darüber wird das Lenkrad sicherlich auch mit angesteuert. Korrekt. Das heißt also, gerade wenn ich jetzt da mal an meine Frau und an mich dann dabei denke, wir haben einen gewissen Längenunterschied, kein Größenunterschied, aber Längenunterschied. Da ist das natürlich super, wenn man dann die Sitzposition eingespeichert hat und jeder drückt dann nur gerade einmal hier auf die Taste, hat sofort seine Sitzposition wiedergefunden, steigt ein in das Auto und auch das Lenkrad passt. Bei unserem jetzigen Auto ist das halt so, dass das von der Sitzposition schon alles passt, aber dass ich das Lenkrad manuell verstellen muss. Bei unserem Vorgängerauto war das auch so mit einer elektrischen Verstellung. Das fehlt einem dann irgendwie im Nachgang doch schon so ein bisschen. Und dann sagt, gut, ist jetzt kein Umstand, ist Klagen auf hohem Niveau, kann man natürlich alles machen. Aber da muss ich sagen, auch da hat Land Rover bis zum Ende gedacht und hat gesagt, okay, komm, das packen wir direkt mit rein. Dann haben wir das wieder komplett und auch da gibt es dann keinen Punkt mehr, wo jemand sagen kann, irgendwie da fehlt was. Nee, also ganz im Gegenteil. Ne? Ja. Super. Ja, ich denke, hier drin haben wir es soweit, was das Auto angeht. Ich würde jetzt gerne gerade noch mal hinten im Bereich des Kofferraums das ein oder andere mal checken, weil da gibt es also auch ein paar Punkte, die für mich eben halt auch neu waren. Ich mache das Auto jetzt einfach mal aus. Jo. Steige mal aus. Ich denke, wir treffen uns hinten im Kofferraum wieder, oder? So machen wir das. Okay, also was direkt eben halt auffällt, was auch natürlich auch anders ist, wir kennen es von vielen anderen SUVs, ich mache die Klappe nach oben auf, teilweise auch wie beim BMW X5 zweigeteilt nach oben und nach unten eben halt zu klappen. Hier ist es so, ich habe hier seitlich einen Griff und da fällt mir direkt auf, jetzt nicht nur aufgrund dessen, weil ich eben halt das Rad damit dran habe, dass ich ein gewisses Gewicht habe. Nein, also das Interessante ist eben halt, hier ist ein spezieller Dämpfer verbaut. Diese Tür, die kann jetzt nicht einfach mal, gerade dadurch, dass ein Windstoß kommt, rumschlagen oder irgendwo anders reinschlagen, sondern da ist wirklich eine Sperre in dem Dämpfer mit drin. Man merkt das, ich weiß nicht, ob das auf dem Video zu sehen ist, aber je nachdem, wie weit es sich öffnen will, letztendlich, die Tür wird direkt wieder gesperrt. Finde ich natürlich absolut super, muss man wirklich sagen, toll gelöst, weil wer kennt das eben halt nicht, macht die Klappe auf, da ist irgendwie was, bumm, kommt der Wind und fegt mir das Ganze einmal rum. So, zum anderen, kein Kunststoff, Aluminium. Also auch da in dem Bereich hat man also wirklich keine Kosten gescheut, sondern hat da was Vernünftiges gemacht. Und hier in diesem Falle auch mal gleich zwei Abschleppösen, wo ich also wirklich was dranhängen kann. Sehr, sehr massiv gemacht, also nicht so was Leichtes, was Kleines, sondern damit kann ich dann tatsächlich eben halt auch mal gerade ein zweites Auto irgendwo aus dem Morast ziehen. Das ist völlig unkritisch. Von außen sehen wir hier schon, der hat diese abgedunkelten Rückleuchten mit drin. Das ist nicht Standard, das ist mit reinbestellt worden. Genauso wie hier eben halt dieses Orange bei den Ösen ist auch zusätzlich bestellt worden. Und jetzt brauche ich die Kamera mal gerade etwas näher, weil hier sind so zwei, drei Sachen, wo ich wirklich sagen muss, die faszinieren mich. Also zum einen, wenn ich hier den Deckel hochziehe, das ist richtig massiv gemacht. Das ist nicht irgendwie
Man hört das vielleicht mal, das ist nicht irgendwie einfach nur eine Pappe mit einem Kunststoff oben drüber und auch da kein Teppich hier hinten reingesetzt, sondern gleich irgendwo eine Anti-Rutsch-Oberfläche, also wirklich stabil gemacht. Super, finde ich richtig gut. Ablagefach hier unten mit drin, so wie sich das gehört, anständiger Wagenheber mit dabei, also wirklich auch was, wo ich dann auch an dem Auto mal arbeiten kann. Reserverad habe ich außen liegend, da kann ich also auch jederzeit drauf zugreifen. Top gemacht. Richtig stabile Ösen hier mit drin, 4 Stück. Hinteren Bereich und auch hier im vorderen Bereich. Also auch wirklich gut gemacht. Dann haben wir hier so einen kleinen Taschenhaken. Solche Haken gibt es dort oben praktisch eben halt auch nochmal. Und jetzt kommt der Knüller, das finde ich eigentlich noch am allerbesten. Weil das ist nämlich genau das Erlebnis, was ich jetzt gerade bei uns auf der Urlaubsfahrt gehabt habe. Das war ganz praktisch. Ich habe gesagt, Mensch, wir haben eine weite Fahrt, 1100 Kilometer, kaufst du mal eine Kühlbox. Und kaufst natürlich nicht irgendeine, sondern kaufst natürlich eine, die du irgendwo elektrisch betreiben kannst. Damit all das, was da drin ist, Getränke und ein paar Schnittchen und was da eben halt dazugehört, natürlich für die Fahrt eben halt auch kühl bleibt. Und siehe da, ich gucke bei meinem Auto in den Kofferraum rein und sage, ja, das ist jetzt ganz klasse, weil du kannst die Kühlbox gar nicht hinten reinstellen, weil du hast da gar keine Steckdose. Ich mir überlege, dass unser Auto, ich sag mal, nicht unbedingt viel weniger kostet als dieses Auto. Muss ich wirklich sagen, war ich da herb enttäuscht. Land Rover macht das da anders. Land Rover sagt ganz einfach, okay, lieber Kunde, was hättest du denn gerne? Wir haben da einmal hier die 230 Volt Haussteckdose, wie wir es eben halt von zu Hause kennen. Das heißt, da kann ich alles anschließen, was ich irgendwie habe. Und wenn es dann eben halt nicht 230 Volt sein soll, dann ist das auch kein Problem. Dann machen wir das hier eben halt praktisch über diesen Zigarettenanzünderanschluss, über die kleine 12 Volt Dose. Und dann geht es eben halt darüber. Das heißt, man hat das also auch zu Ende gedacht. Und jetzt eine Besonderheit noch, wo ich gerade noch drauf eingehen will, und zwar hier hinten, die Rückenfläche von den Rücksitzen. Auch da nicht einfach irgendwie Stoff, sondern hat man genau praktisch wie hier eben halt auch die gleiche Oberfläche gebracht mit diesem Riffel. Und wenn ich jetzt durchlade und habe irgendwie was Dreckiges, da putze ich gerade einmal mit dem Lappen rüber, Wasser, habe das wieder sauber und das Thema ist erledigt. Ich gehe mal gerade einmal hier in die Runde, damit wir da ein bisschen besser drankommen, weil hier gibt es nochmal so ein, zwei Besonderheiten. Und zwar gibt es hier einmal diese Taste, ich drücke da mal drauf, für die Anhängekupplung, da schwenkt die Anhängekupplung dann raus. Das heißt, mache ich das richtig? Ja doch, mache ich richtig. So, dann habe ich hier diese Taste, wie eben schon angesprochen, für die Beleuchtungsprüfung von dem Anhänger. Zeigt er mir direkt an, ob das funktioniert oder nicht. Und jetzt gibt es noch eine ganz tolle Sache, weil gerade zum Beladen von dem Auto, ich kann entweder hinten hochpumpen oder aber alternativ auch absenken. Das hört man jetzt vielleicht, da pumpt er jetzt und schon geht das Auto runter und sagt, okay, das ist die niedrigste Position, weiter geht es nicht. Jeder kennt das, wenn ich das Auto beladen will oder denke mal, der ein oder andere, der einen Land Rover fährt, wird wahrscheinlich irgendwo auch einen Hund haben. Dann kann ich gerade hinten absenken, lege hier nochmal für den Hund eben halt eine Auflage drauf. Der springt mir gerade hinten in den Kofferraum rein und schon haben wir das. Also sehr, sehr gut gelöst. Top. Da sieht man wirklich diese ganzen Erfahrungswerte, die über die Jahre eben halt gesammelt wurden, die wurden hier auch direkt umgesetzt. Man sehr, sehr schlau gemacht. Ich mache das Auto jetzt mal zu. Auch da wieder die wuchtige Hecktür. Laufe ums Auto nochmal einmal rumrum vom Auftritt her. Ich will mal gerade noch mal schauen, weil ich mir gar nicht sicher bin, wie groß die Räder sind. Okay, es sind 22 Zoll Räder. Also ich sag mal, im SUV-Bereich mittlerweile 19 Zoll, 20 Zoll ist nicht so außergewöhnlich. 22 Zoll spricht also schon wirklich über eine gewisse Größe. Und alles in allem, ich sag mal, das Paket, so wie so ein Auto hier eben halt steht, das ist schon absolut faszinierend. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von diesem Auto. Überlege wirklich, ob ich mir nicht als nächstes auch mal so ein Auto zulege. Weil das wirklich eine tolle Alternative ist. Es gibt ja auch andere Motorisierungen, was jetzt gerade durch die Presse durchgegangen ist. Es gibt einen großen V8 Motor, 525 PS, für die, die eben halt wirklich Spaß an Hubraum haben, an tollen Geräuschen haben. CO2-Ausstoßverbrauch möchte ich jetzt weniger drüber sprechen, ist jetzt gerade nicht so ganz so mein Thema. Aber letztendlich muss man ganz klar sagen, da haben die Land Rover Leute ein super Auto gebaut. So, ja, ich denke, wir sind soweit erstmal mit durch. Haben soweit alles erklärt zu dem Auto. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Würde mich freuen, wenn ein Like hinterlassen wird oder vielleicht auch der Kanal abonniert wird. Ansonsten, wenn Fragen dazu sind zur Beschaffung von so einem Auto, wir können so ein Auto organisieren, wir können so ein Auto besorgen. Egal ob Finanzierung, Leasing, Kauf, wie es sein soll, ist nicht das Problem. Einfach gerade durchkommen,
per Telefon, per E-Mail, Instagram, WhatsApp. Wir bieten alle Möglichkeiten an. Wir sind ja glücklicherweise mittlerweile wieder in der Situation, dass wir Kunden empfangen dürfen und zeigen natürlich auch gerne das Auto hier vor Ort. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank und sage ciao, ich bin raus.